Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Risen 3. Wir sind zurück und diesmal auf Kalador, wie ihr beim letzten Mal sicher bemerkt habt. Wir haben hier noch mit nicht wirklich vielen Leuten gesprochen, nur mit dem am Anfang und der ist irgendwo. Deshalb reden wir einfach mal mit Nate. Na, wen haben wir denn da? Ein neues Gesicht auf der Insel. Willkommen am Abgrund zur Hölle. Dem besten Platz, an dem man momentan sein kann. Sehr gut. Ist das dein Ernst? Tut mir leid. Ich bin wohl schon zu lange hier. Bei der ganzen Scheiße, die hier passiert, hilft nur noch Galgenhumor. Respekt. Die Ansicht gefällt mir. Wie lange ist diese... Wie ist die Lage in diesem Teil der Welt? Also auf der Insel... Auf dem Festland, okay. Was machst du bei den Fischern? Er kann das was lernen. Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Panzerknacker. Kein Schloss ist... Oh, das ist der Typ, das ist der Typ, das ist der Typ, der uns Schlossknacken verproisiert. Alter, er ist ein Gott unter Dieben. Meisterdieb. Taschendiebstahl brauche ich nicht unbedingt. Monstern die Zähne ziehen, oh Gott. Und die Hörner nehmen. Monstern die Hörner nehmen, oh mein Gott, das ist der geilste Typ auf der Welt. Hammer, ich nehme alles. Bring mir bei, wie ich Zähne ziehen kann. Alles klar. Ich möchte Tieren die Hörner ausreißen können. Alles klar. Ich bin noch nicht gut genug. Verdammt. Wir müssen noch mehr steigern. Sekunde, ich schau mal, ob ich das kann. Wir können ja eventuell hier schon... Ja, wir können Fingerfertigkeit steigern. Auf 64. Gut. Machen wir einfach mal. Ja. So, und jetzt lass mich das bitte machen. Kannst du mir etwas bei... Mal sehen. Los, bitte. Bring mir bei, wie ich besser Schlösser knacken kann. Gut. Fuck yeah. Jetzt sind wir unbesiegbar. So, jetzt räumen wir erst richtig auf. Jetzt geht das Spiel für mich erst wirklich los. Weil jetzt kann ich alles, was ich gern mache, stehlen. Also nicht in Real Life. Alles, was ich in Spielen gerne mache. Stehlen, Monster verprügeln. Und was hat er uns noch beigebracht? Und sammeln. Genau. Gut, ja, ich weiß, ich drehe jetzt ein bisschen durch, aber lass mir doch bitte den Spaß. Wie ist die Lage in diesem Teil der Welt? Verheerend. Die Schatten sind auf dem Vormarsch und hier sterben alle wie die Fliegen. Als Totengräber wärst du hier genau richtig, mein Freund. Arbeit liegt hier genug auf dem Boden herum. Wunderbar. Das sind ja rosige Aussichten. Willkommen in Kalador, Ruinenstadt der Verzweifelten. Ehrlich gesagt, Urlaub machen würde ich woanders. Würde ich auch. Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Ach so, nee. Was machst du hier bei den Fischern? Ich bin hier, um Fisch für uns zu holen. Wer ist uns? Na, zu uns Dämonenjägern natürlich. In die Zitadelle, hinten am Horizont. Aber diese armen Fischer hat es ebenfalls hart erwischt. Kommen kaum zum Fischen bei dem ganzen Stress hier. Kein Wunder, dass sie wenig Fische für uns Krieger zu verkaufen haben. Verdammt cool, die Zitadelle der Dämonenjäger. Ich will da unbedingt rein. Kann dir doch egal sein. Tja, nur leider... Nein, ich möchte laden. Hallo? Ich möchte laden, bitte, Sekunde. Ich möchte gerne den letzten Spielstand laden, der natürlich das Let's Play ist. Das heißt, wir müssen jetzt alles nochmal machen. Sekunde, ich bin nicht gleich wieder da, wollte ich gerade sagen, weil Cutten ist einfach scheiße. So. Achso. Ist das dein Ernst? Das habe ich gefragt. So. Wir müssen nochmal schnell hier Fingerfertigkeit beibringen. Mal sehen. Panzerknacker, gut. Zähne ziehen, alles klar. Und Hörner. Alles. Sehr gut. Wie ist die Lage? Das habe ich alles gefragt. Aber tolle Aussichten. Ehrlich. Und was machst du bei den Fischern?
Zitadelle. So, da sind wir schon wieder. Und... Warum hilfst du ihnen nicht? Wir Dämonenjäger schlagen uns schon mit den Schatten und anderer übler Brut herum. Wir können einfach nicht überall sein. Ich bin auf Patrouille und muss auch bald wieder zurück. Für die Probleme der Fischer bleibt da wenig Zeit. So wie es aussieht, werde ich wohl ohne den Fisch zur Zitadelle zurück müssen. Ich könnte dich mitnehmen, wenn du willst. Bitte. Nimm mich mit. Alles klar. Sag mir Bescheid, wenn du aufbrechen willst. Und wenn du doch noch ein paar rohe Fische findest, würde ich sie dir zu einem sehr guten Preis abkaufen. Ich habe allerdings kein Gold bei mir, also können wir erst ins Geschäft kommen, wenn ich wieder an der Zitadelle bin. Alles klar. Okay. Edward, du bist Dämonenjäger. Was sagst du zu ihm? Und? Was sagst du zu dieser Gegend? Die Heimat meiner geliebten Vorfahren hat sehr gelitten. Es wird Jahrzehnte dauern, bis sich unser Reich wieder aus ihren Ruinen erhebt. Ich werde alles tun, damit es auch dazu kommt. Okay. Also, wir könnten ihm theoretisch den Fisch für einen ordentlichen Preis verkaufen. Aber wir brauchen halt selber was. So, die Frage ist, wie würden wir wahrscheinlich gehen? Wir würden wahrscheinlich da entlang gehen und dann hier so weiter und hier zur Zitadelle. Ich nehme mal an, das ist die Zitadelle. Hier ist ja sonst kein wirklich großes Bauwerk. Dabei können wir hier einen kleinen Halt machen, sicher. Und hier, beim Friedhof. Und hier drüben ist Edwards Vorfahren, Zeugs. Das machen wir dann mal anders. Ich denke mal, das ist ein guter Plan. Jetzt erstmal auf zu den Dämonenjägern. Lass uns zur Zitadelle gehen. Du hast nicht zufällig etwas Fisch dabei? 10 Stück würden schon reichen. Ohne Fisch auf... warum? Warum will die jetzt überhaupt Fisch um auf... Ich frag gar nicht. Nein, ich habe keinen Fisch. Das ist schlecht. Aber da kann man nichts machen. Folge mir. Ich hoffe, der verreckt jetzt nicht. Ich hoffe, du kannst gut mit deiner Waffe umgehen. Ich hoffe, der verreckt jetzt da nicht auf dem Weg. Das wäre echt scheiße. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Ein Scavenger. Scavenger sind eigentlich eh halbwegs harmlos. Die haben wir dir, glaube ich, im ersten Part platt gemacht. Du machst doch nicht etwas schlapp? Ich komm schon klar. Dann ist ja gut. Wenn du noch Fragen hast, frag einfach. Ja gut, wenn wir schon dabei sind. Was macht ihr, wenn ihr gar keinen Fisch mehr bekommt? Wir haben den Kontakt zu 2 Bauernhöfen verloren. Noch gibt es genug, aber wenn noch mehr Leute auf die Insel kommen, kriegen wir ein Problem. Noch ist keine Panik ausgebrochen. Aber bald, fürchte ich. Lass uns weitergehen. Alles klar. Bleib dicht hinter mir, hier ist es nicht ganz ungefährlich. Ich weiß auch nicht, was mit den Höfen passiert ist. Ich weiß nur, dass keiner mehr beliefert wird. Vielleicht wissen die Leute bei der Taverne mehr. Da kannst du ja mal nachfragen, wenn du möchtest. Werde ich machen. Oh, das ist noch ein Stückchen, bis wir nach links abbiegen können. Weiter geht's. Oder ist das hier? Nee, hier. Was ist das da hinten? Eine Riesenratte. Soll ich die mal anlocken? Tja. Man lebt nur einmal. Oder mehrmals, wenn man sie... Alter, ist das jetzt einfach echt eine riesig große Ratte? Hammer. Und die gibt rohes Fleisch. Cool, hat die hier irgendwas bewacht? Ein Klingenblatt. Mir ist aufgefallen, seit Takarigua haben wir keine Erze mehr aus irgendwas rausschlagen können. Und es ist irgendwie schon wieder scheiße dunkel. Ich mag es nicht, wenn es dunkel ist, dann sieht man so wenig. Ja, ist klar, im Dunkel sieht man wenig. Es ist logisch, aber es nervt. Es nimmt kein Ende mit den Biestern. Du hättest nicht einfach vorbeischleichen können. Scavenger Toad. So. Wenn du hier in Richtung Nordwesten den Berg hinaufgehst, kommst du zur Taverne.
Du solltest dir bei Gelegenheit mal einen Besuch abstatten. Seit die grünen Feuer angezündet wurden, brauchen viele von uns mal ein Schlückchen mehr. Aber lass uns erst mal weiter zur Zitadelle gehen. Wollte ich gerade vorschlagen, dass wir uns jetzt erstmal zur Zitadelle begeben. Dann geht diese Folge mal rein um die Zitadelle. Und beim anderen Mal machen wir dann den Rest. Aber erstmal über die grünen Feuer, die hier brennen. Was weißt du über die grünen Feuer? Die grünen Feuer sind ein Ruf. Ein Ruf, der alle Dämonenjäger der Welt hier versammeln soll. Um sich gegenseitig auszubilden und sich gegen die Schatten zu stellen. Wer hat sie errichtet? Das weiß ich nicht. Aber wenn du mehr über sie wissen willst, solltest du mit Eldrick reden. Eldrick. Ich weiß, wer Eldrick ist. Yes, ich bin klüger als mein Hauptcharakter. Im Normalfall ist es andersrum. Endlich. Ich freue mich auf das Wiedersehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich weiß, wer Eldrick ist, shame on you, Sir. Erzähl mir mehr über diesen Eldrick. Eldrick ist unser Druide. Er wohnt in der Zitadelle. Er ist dein Mann, wenn du mehr über solche Dinge wissen möchtest. Lass uns weitergehen. Alles klar. Folge mir. Die Taverne ist ein guter Ort, um Gerüchte mitzubekommen. Seit die Feuer brennen, gibt es hier nicht mehr viel, um sich abzulenken. Außer, man beschäftigt sich gerne mit Leichen. Willst du andeuten, dass es hier Nekrophilie auf dieser Insel gibt? Weiter geht's. Was ist das? Ist das... Nee, das ist der Hof da. Die Taverne muss... Ja, die Taverne ist da oben. Alter, das ist... Jetzt erinnert mich es echt an Risen 1. Dieser Landschaftsblick könnte mit einem Texture-Patch aus Risen 1 stammen. Ganz locker. Und das gefällt mir. Bären. Hier gibt es sogar dieselben Pflanzen. Ich find's geil. Weiter! Ich würde hoffen, dass wir irgendwann Farango besuchen. So, wir sind fast da. Gleich sind wir an der Zitadelle. Die letzte Bastion gegen die Schatten. Okay. Was kannst du mir über die Schatten erzählen? So viel weiß ich auch nicht über sie. Ich weiß nur, dass sie für eine Menge Chaos sorgen. Vielleicht sind es die Vorboten darauf, dass hier bald alles zu Scheiße wird. Ich weiß nur, dass ich sie töten kann. Mehr muss ich nicht wissen. Okay, lass uns weitergehen. Alles klar. Wir haben es gleich geschafft. Gleich kannst du die Zitadelle in voller Pracht sehen. Wenn es einen Ort gibt, an dem du sein willst, wenn alles den Bach runtergeht, dann ist es unsere Zitadelle. Weiter das geht's. Ist schön zu hören. Mein PC geht mal wieder in Übermode gerade, was nicht so schön zu hören ist. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Falls doch, tut mir sehr leid. Teleportstein! Moment. Klingenblatt? Jetzt Teleportstein. Zitadelle. Geht doch. Coole Sache. Extrem cool sogar. So, wir sind da. Beeindruckend, nicht wahr? Was jetzt genau? Die Zitadelle, ich habe sie noch gar nicht gesehen, sorry. Ich habe keine Fragen mehr. Alles klar. Dann werde ich mal zur Zitadelle gehen und Ihnen von den Fischen berichten. Gut, mach das. Ist kein Problem für mich. Ich freue mich immer. Eine epische Kamerafahrt um die Zitadelle wäre cool gewesen. Wünschenswert. Tja, leider nicht. Aber soll nichts Schlimmeres passieren. So, warst du hier schon mal? Langsam bekomme ich das Gefühl, dass Edward kein Dämonenjäger ist, sondern nur von der Insel der Dämonenjäger stammt. Es kann sein, dass ich mir das nur in dem ersten Part, wo wir uns begegnet sind, eingebildet habe und jetzt glaube ich das halt seitdem. Schön. Du bist nicht Eldrick, oder? Nee. Nee, du bist Drake. Wo ist das? Josh? Familie. Was? Familie. Deine Abstammung. Damit ich weiß, zu welchem Dämonenjägergeschlecht du gehörst und ich dich in die Liste eintragen kann. Oder bist du nicht dem Ruf der grünen Feuer gefolgt?
Mein Großvater war Dämonenjäger. Nee, ich möchte den jetzt nicht anlügen und ich möchte keine Seele verlieren. Ich bin kein Dämonenjäger. Ein Führungsloser also, hä? Du könntest dich uns anschließen. In diesen dunklen Zeiten brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Aber wenn du vorhast, hier nur zu schnorren, kannst du dich direkt wieder verpissen. Für diesen Krieg brauchen wir echte Kämpfer. Ich würde ja gerne selber losziehen, um den Schatten eins auf die Fresse zu geben, aber... Naja, irgendwer muss sich ja um den Laden hier kümmern. Kein Problem, ich würde mich gerne anschließen. Wofür bist du hier zuständig und für das Krieg? Entschuldigung, die Schatten hier... Brennt einfach mal die Jungs zu einer durchs Bild. Schön. Ihr führt also Krieg gegen die Schatten hier in Kalador. Das ist unsere Bestimmung. Was meinst du, warum wir diese ganzen grünen Feuer entzündet haben? Als Ruf. Ein Ruf für die alten Geschlechter der Dämonenjäger. Wir Dämonenjäger haben uns seit jeher um das Gleichgewicht dieser Welt gekümmert. Lange waren wir im Hintergrund, doch nun ist es an der Zeit für uns, wieder in Erscheinung zu treten. Das ist schön. Wofür bist du hier zuständig? Ich kümmere mich um die Neuankömmlinge. Ich war der Erste hier. Und werde auch der Letzte sein, der noch steht. Sofern dieser Tag kommt. Hast du schon mit unserem Druiden Eldrick gesprochen? Nein. Dann tu das. Er wird sich freuen, ein neues Gesicht in unserer Zitadelle begrüßen zu dürfen. Du findest ihn im hinteren Bereich. Ich freue mich auf Eldrick. Und er kann mir was beibringen, der Typ. Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Armbrüste? Steigert deine Ich habe nicht mal gewusst, dass es eine Armbrust gibt. What the fuck? Oh, Medikus, das ist gut. Solange ich noch bluten kann, lebe ich noch. Das gilt für dich noch stärker als für die meisten anderen Menschen. Dein Blutswert steigt um 10 pro Stufe. Ich fürchte, wir haben nicht genug Kärte dafür, aber wir können es probieren. Ich bin noch nicht gut genug. Verdammt. Gut, Sprüche. Sprüche herstellen lernen. Binden die Magie deiner Sprüche in einfachen Gegenständen. Jeder dieser Gegenstände hält eine Ladung des Zaubers. Nehmt euch, also... Ja, ich... Alter, ihr seid Dämonenjäger und keine Magier. Warum bietest du mir sowas an? Ja gut, vielleicht Basics. Hat was dagegen, wer irgendwer? Nein. So. Frage ist, wo ist Eldrick? Frage ist, was ist das? Ein magischer Kristall? Ein Schmiedehammer. Ja. Warum nicht? Kann man ein bisschen was mitnehmen? Bist du Eldrick? Vielleicht. Ich bin hier... Moment, habe ich gerade mit dem gesprochen? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Drake, ja. Stetisch. Der heißt ihm ernsthaft Stetisch. Und da kann ich stehen. Das hier, ich erfülle den Zweck dieses Tisches. Ich stehe vor ihm. Es ist scheiße. Silberteller, Fisch, alles schön. Gabel. Bruderpuppe, du hast nichts dagegen. Können wir hier was braten? Ja, bisschen. Schön. Was ist hier? Ein Runenstein. Zielwasser? Oh, das Zielwasser! Daran erinnere ich mich sogar dunkel. Aber das haben wir mal als Quest gehabt. Ist es nicht sogar das, was wir an... Das ist die eine Quest, die wir uns geholt... Nee, das ist nicht die Quest auf dem Dach in Takarigua bei Sebastiano. Nee, das ist was anderes. Jetzt denke ich gerade bei Sebastiano, Moment, heißt der Sebastiano? So heißt doch der Typ von The Evil Within. Alter, es ist schlimm, wenn man so viel spielt. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Spiele gleichzeitig gespielt, wie in dieser Woche bis jetzt. In diesen 2 Wochen, seit Jahresanfang. Alter, hier geht's hoch. Das ist ziemlich groß hier. Ich hoffe, ihr seid nicht alle interessant, sonst wird sich das mit einer Folge hier nicht ausgehen. Mehr! Burke! Mehr! Was? Burke!
Burke! Okay, du bist Burke. Mir! Burke! Mir! Habt ihr gerade gedacht, der ist nervender als Matt? Ich auch, aber er ist es nicht. Du scheinst nicht gerade gesprächig zu sein. Burke! Burke! Das führt zu nichts. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Ohne Sinn und Verstand. Oh, das könnte interessant sein. Der ist vielleicht so wie wir, so eine Art Zombie. Haben wir eigentlich hier was auf Kalador? Ist das hier auf Kalador? Der Diamantenschärfer Wilson, Hammer. Das ist direkt hier nebenan. Sehr gut, das werde ich gleich mal anlassen. So, und was ist jetzt bei Ohne Sinn und Verstand? Fundert des Schatzes, okay, das haben wir das letzte Mal, glaube ich, uns angeschaut. Ohne Sinn und Verstand. Der Dämonenjäger Burke scheint mehr als nur seinen Verstand verloren zu haben. Ich muss einen Weg finden, ihn wieder in seinen alten Zustand zu versetzen. Okay, muss ich da... Burkes Abbild. Oh. Ah, ich kann mir schon denken, worauf das schlussendlich hinausläuft, aber der Diamantenschärfer ist näher, der ist nämlich da direkt unten. Der Gott hat mir alles ins Ohr geschnappt. Als ob irgendein Dämon mich suchen würde, heimsuchen. Wie oft habe ich euch Pennern gesagt, dass ihr nicht durch meine Hütte rennen sollt? Ich bin durch deine Hütte geschlichen, ich bin nicht durchgerannt. Was ist dein Problem? Mann, lass mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich mir einen Platz zum Schlafen gesucht habe. Schlaf nicht zwischen den Vorräten, haben sie gesagt. Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue. Als ich vor ein paar Tagen von der Jagd kam, hatte ich eine zweite Tür. Diese Schweine, ich hasse sie. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich sie hasse. Jetzt rennt jeder durch meine Hütte. Jeder Arsch. Ich glaube, du hättest dich nicht dorthin legen sollen. Die Teilung Kalladors, sehr schön. Zeig, was du kannst. Werd ich's zeigen. Du hast mich jetzt nicht gerade ernsthaft deswegen angegriffen, weil ich mir ein Buch mal kurz durchlesen wollte. Na schön, wollen wir mal nicht so sein und wollen dich besser nicht aus den Augen lassen. Von mir aus. Mit dir... Oh, da ist eine Truhe. Kann ich dich nicht einschläfern? Lass mich bloß in Ruhe. Sekunde, ich probier mal was. Raus hier! Ja. Ich bin hörst du schlecht? Raus! Oh, wir sind... Jetzt lernst du mich kennen! Im Ernst? Alter, das hier ist alles seins? Alter. Der lagert sich... besser nicht aus den Augen lassen. So, ich gehe da jetzt raus. Und du gehst dich... mal schön um dich selbst kümmern. Penner. Hammer. Hammer. Da ist ein Hammer. Ein Bett. Ein Runenstein. Höllen und beschwören. Da ist jemand. Der schnarcht aber noch. Wir werden ihm mal alles wegnehmen. Henrike ist der und der ist ein... Nee, ich dachte, der ist noch auf dem Kleider, aber ist der erste Typ. So, ganz ruhig. Ganz ruhig. Schädelknarre. Oh Gott, nein. Bist du wahnsinnig? Ja Gott, noch eins. Henrik. Ich hoffe, du bist nicht böse. Aufrechter Gang, beide Arme dran. Ist ein Anfang. Und dein Schwertarm scheint auch brauchbar zu sein. Danke vielmals. Okay.
Ich glaube, wir sollten jetzt nicht zu übereifrig sein. Das könnte uns einen Abzugspunkt bringen. Ich habe schon ein paar Kämpfe bestritten. Das sieht man dir auch an. In der Zitadelle ist für jemanden wie dich sicher noch ein Platz frei. So gut wird man sicher nur auf Kalador empfangen. Ihr seht auch nicht aus wie dahergelaufene Penner. Sowas kommt hier immer gut an. Habt ihr gerade in der Szene gesehen, wie sich Edward... Edward, du kannst aufhören zu schleichen, er hat uns gesehen. Kann ich mich nützlich machen? Denkst du, die Zitadelle bietet ausreichend Schutz? Was ist deine Geschichte? Oh, verkaufen, das ist, hört sich gut an. Was kannst du verkaufen? Ein Nebelstein. Ja gut, der bringt ein bisschen Taschendiebstahl, aber sonst, naja. Oh, der ist der Magier hier, wie es ausschaut. Was können wir ihm denn verkaufen? Ja, ein Entermesser. Dann die Schädelknarre. Könnten wir ihm theoretisch verkaufen. Warum nicht? Wir verkaufen zwar seine eigene Waffe an ihn, aber das haben wir ja schon immer getan. Oh, Moment, Silber. Ich glaube, mit dem Silber können wir auf Kieler das eine machen. Das ist gut. Gut, gut. Jadesteine, Knochen, ja gut, Knochen. Keine Ahnung, ob wir die brauchen. Sind auch nicht wirklich was wert. Alles, was wert ist, haben wir nur eins von. Und ich möchte von Sachen, wo wir nur eins haben, nichts verkaufen. 5 gejagte Krüge können wir gerne verkaufen. Schreibfeder, bin mir nicht sicher, ob wir die nicht noch brauchen irgendwann nochmal. Schmiedehammer. Behalte ich mal einen und diese ganzen Sachen könnte ich verkaufen, außer Papageienflug, weil das war bis jetzt recht nützlich. Aber okay. Kann ich mich irgendwo nützlich machen? Da fragst du am besten die anderen. Für gewöhnlich findest du sie über die ganze Eisenbucht verstreut. Na toll. Jetzt zieh mal nicht so ein Gesicht. Du kannst ja mal versuchen, mich im Armdrücken zu schlagen. Für gewöhnlich stehe ich jeden Abend am Tisch und trainiere. Sprich mich dann einfach an, vorausgesetzt, du hast die nötigen Eier in der Hose. Werde ich machen, das merke ich mir. Du wirst so beim Armdrücken geschlagen. Ich schlag dir so in die Fresse. Mit meinem Arm, beim Armdrücken. Denkst du, die Zitadelle bietet ausreichend Schutz? Sicherer als die Bauernhöfe ist sie auf jeden Fall. Aber wahren Schutz bekommst du nur, wenn du bereit bist, für das zu sterben, was du liebst. Kämpfe rücksichtslos und der Sieg gehört dir. Ich möchte nicht sterben, wenn's geht. Ich war schon tot, ich weiß, wie das ist und es ist nicht besonders angenehm. Den Spruch merke ich mir. Tu das. Ich hab ihn von meinem alten Herrn. Ich höre ihn noch heute. Junge, nicht der Stahl macht dich zum Mann, sondern dein Herz. Aber genug davon. Du hast sicher noch was vor. Eigentlich macht dich dein stählernes Herz zum Mann oder zur Frau oder zu überhaupt irgendeinem menschlichen Wesen, was Rückgrat hat und nicht nur so ein Weichtier ist, wie es ja leider genug gibt. Okay, was ist deine Geschichte? Wo ich herkomme, wer ich war, das ist vergangen. Was zählt, ist das Hier und Jetzt. Und wie jeder meiner Brüder bin ich dem Ruf gefolgt. Gut. Das kann doch nicht alles sein, du redest nicht gerade über deine Vergangenheit, oder? Ja, ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht beim Herumbohren, weil so sehr interessiert mich das auch nicht. Aber psch, das ist unser kleines Geheimnis. Du redest nicht gern über deine Vergangenheit, oder? Nein, es würde ja doch nichts ändern. Mein Blick ist nach vorne gerichtet. Statt zu reden, hätte ich allerdings einen Vorschlag. Wir hauen uns ein bisschen aufs Maul und schauen mal, wer gewinnt. Denn darum sind Kerle wie du doch hier. Vielleicht kenne ich sogar noch den ein oder anderen Kniff, der dich besser macht. Okay, bereit für einen Schlagabtausch? Schön. Was kannst du mir beibringen? Nun mal langsam. So schnell teile ich mein Wissen nicht. Die Lehrstunde musst du dir erst mal verdienen. Du weißt ja, was du zu tun hast. Moment, meinst du das mit dem Armdrücken oder meinst du den Schlagabtausch? Bin mir nicht sicher, aber ich würde sagen, wir sehen beim nächsten Mal, was Henrik uns zu bieten hat. B
Bis dahin sage ich, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Risen 3. Bis dahin, tschüss Leute.